Der kann ja eigentlich nichts dafür, wa? Okay, wir gehen einfach mal weiter. Lassen wir ihm ein Fenster. War mir doch glatt in eine Quere, wa? Fuck, Alter. Das war aber wieder mal eine knappe Angelegenheit. Halt die Axt. So. Der Köter, der wird uns ein bisschen auf den Sack gehen. Schmeißen wir mal. Zentrale, ich glaube, ich habe was gehört. Ja, ich melde mich wieder. So, das ist ja schon mal richtig, dass du da hingehst. Dein Wunsch ist mir Befehl. So, jetzt haben wir erstmal so ein bisschen eine Seite abgedeckt, sag mal. Na, Huni? Schnauze. Dreckstüffel. Was haben wir denn hier? Versteckte was? Versteckte Knarre. So, ja, ich brauche einen Speicherpunkt. So was wäre cool, wenn sie das ein bisschen öfters eingebaut hätten. Verkleiden. Was gibt's denn hier zu verkleiden? Von Benny Backenhörnchen. Alter, ich grin jetzt. Okay. Nimm mich. Ich verkleide mich jetzt als Benny Backenhörnchen. Jawohl, Alter, jawohl. Nee, kannst du vergessen. Mach ich nicht. Aber die Verkleidung haben wir wenigstens freigeschaltet, von daher. Ja, Waffen und so brauchen wir eigentlich nicht, also. Nö, haben wir eigentlich ganz gut ausgestattet. So. Ich weiß allerdings nicht, ob ich hier überhaupt weiterkomme. Kante. Ah. Tomb Raider oder Assassin's Creed. Ja. Denk mal darüber, ne? So, der nächste bitte schön. Mal gucken, verkleide mich mal jetzt mit Mütze. Was haben wir denn da? Ach, eine Leiter. Na, erstmal ein bisschen umgucken hier. Da ist nämlich noch eine Tür.
Und ein Scharfschützengewehr. Das muss ich mir einpacken. C4? C4. Nehmen wir mal vorsichtshalber auch mit. Messer brauchen wir nicht. Sonst gibt es hier nichts. Ich hatte zwar eigentlich nicht vor, hier ein Scharfschützengewehr einzusetzen, aber man weiß ja nie, was hier noch so auf uns zukommt. Führt zum Empfangsbereich. Mhm. Ja, denn. Oh, ein Kontrollpunkt. Ich bin ja begeistert. Schon duster hier. Wir zahlen die Kilometer nicht, weil der Tacho nicht notariell bestätigt wurde. Ich fahre seit 20 Jahren. Scheiße. Mir hat noch nie jemand gesagt, dass ich irgendwas bestätigen muss. Dir hat auch noch nie jemand gesagt, dass du gelegentlich mal duschen solltest, Cowboy. Aber da kann ich dir auch nicht helfen. Kein Stempel, kein Kilometergeld. Siehst du den Scheiß-Tacho selbst ab, du fette Kuh. Das ist Belästigung. Nee, Beleidigung. Dafür muss ich dich melden. Du. Ja. Entschuldigung. Obwohl, naja, wir durften eigentlich ja nicht auffallen hier, wa? Theoretisch. Hm. Das werde ich mal kurz probieren. Hey, wie lange arbeiten Sie schon hier? Hey, können Sie mal herkommen? Nee, kann ich nicht. Hey, Sie! Moment mal! Halt! Stehen bleiben! Letzte Warnung! Was zum... Bitte! Bitte! Falls da jemand ist! Ich brauche jemanden, bitte! Bitte! Scheiße! Ja, müssen wir ein bisschen drinnen bleiben hier, denke ich, bis die da sich wieder eingekriegt haben. Okay, wer will hier Ärger? Oder den kicken wir noch. Ah, falscher Alarm. So, wieder alles sicher, feini. Kannst du gleich in den Schrank gehen hier. und so ein bisschen abhängen. So, die Frage ist natürlich, wie wir jetzt hier durchkommen, ne? Da müssen wir hin. Alter, ich komme mir hier vor, war ganz üble Sache. Okay, hier werde ich gesehen. Fuck, Alter. Fuck, fuck, fuck. Da muss ich hin. Schätzchen. Viel Spaß. Ja, geh mal eine rauchen. Hier gibt's nur Munition. Ja, sie sind scharf.
Kampf. Das ist doch Wahnsinn. Wir könnten alle in die Luft gehen. Es wird keiner draufgehen. Ich arbeite seit Jahren hier und es ist noch nie was passiert. Mr. Dexter will nur beweisen, wie sicher diese kleinen Scheißer sind. Ist das durchgeknallt? Entspann dich, okay? Sie müssen aktiviert und ausgelöst werden, bevor sie explodieren. Ja. Oh nö, ich dachte, ich hätte das jetzt gepackt gehabt. Ist doch scheiße. Wir zahlen die Kilometer nicht, weil der Tacho nicht notariell bestätigt wurde. Ich fahre seit 20 Jahren LKWs und mir hat noch nie jemand gesagt, dass ich irgendwas bestätigen muss. Dir hat auch noch nie jemand gesagt, dass du gelegentlich mal duschen solltest, Cowboy. Aber da kann ich dir auch nicht helfen. Kein Stempel, kein Kilometergeld. Lies doch den scheiß Tacho selbst ab, du fette Kuh. Das ist Belästigung. Dafür muss ich dich melden. Du. Ja. Entschuldigung. Na, der Typ steht ein bisschen ungünstig. Ist ja bald mal fertig da. Ich hab sie im Auge. Kannst mich ja im Auge haben. So, das machen wir hier gleich nochmal, so wie wir das jetzt auch gerade gemacht haben. Also. So. Theoretisch sollte jetzt ja eine Wache kommen. Ja. Dann komm mal her. Nichts. Alles klar. Ja, alles klar. Ist nichts passiert. So. Und dann kommst du hier rein. Und dann kannst du ein bisschen abhängen. Gut. Der Rest ist ja klar, bis auf diese Annäherungsminen. Schnickschnack da. Was nicht so optimal lief, ne? Ich gehe eine rauchen, Schätzchen. Viel Spaß. So, und jetzt hinterher hier. Willst du mich verarschen? Die Minen sind scharf. Ja, sie sind scharf. Das ist doch Wahnsinn. Wir könnten alle in die Luft gehen. Es wird keiner draufgehen. Ich arbeite seit Jahren hier und es ist noch nie was passiert. Mr. Dexter will nur beweisen, wie sicher diese kleinen Scheißer sind. Ist das durchgeknallt? Entspann dich, okay? Sie müssen aktiviert und ausgelöst werden, bevor sie explodieren. Wenn du also nicht plötzlich eine Michael Jackson-Nummer mit Gesang und Tanz aufführst, brauchst du keine Angst zu haben. Genau. Ja, wir haben uns jetzt den Weg natürlich auch ein bisschen verbaut, ne? Ist auch klar. Das war vielleicht nicht unbedingt... die cleverste Methode.
Es sei denn, wir probieren jetzt einfach mal. Wenn der Typ weg ist. Wenn er dann weg ist, ja, schon mal gut. So, kleine Kiste, kleine Kiste. Zack, zack, zack. Ja, nicht lange fackeln. So, jetzt wollen wir wieder warten, bis der Typ dann wieder weggeht. Ja, das müsste passen. Ja. Mach. Boah.